Guten Tag, mein Name ist Volker Jonen. Ich bin einer der leitenden Ärzte an der Gelenkchirurgie der Endoklinik in Hamburg. Wie erkennt man nun, dass eine Prothese gewechselt werden muss? Sicherlich ist Schmerz ein gutes Leitsymptom. Eine Prothese, die über viele Jahre hinweg keine Probleme gemacht hat und plötzlich anfängt weh zu tun, muss unbedingt kontrolliert werden. Auch Veränderung der Beinlänge, eine Beinverkürzung, ist ein Hinweis darauf, dass die Prothese unter Umständen nicht mehr fest im Knochen sitzt. Der Funktionsverlust des Gelenkes und auch die Achsabweichung können Anzeichen dafür sein, dass die Prothese sich bewegt hat. Letztlich ist es aber erforderlich, eine Röntgenkontrolle in regelmäßigen Abständen zu machen, weil nicht alle Veränderungen der Prothese von außen sichtbar oder gefühlt werden können. Für die Routineuntersuchung reicht in aller Regel die normale Röntgenkontrolle aus. Nicht erforderlich hier ist die Szintigraphie oder auch Großgeräteuntersuchungen wie Computertomographie oder Kernspintomographie. Was sollen Sie nun mitnehmen aus diesem kleinen Vortrag? Zum einen, richtig eingesetzte Prothesen halten heutzutage ausgesprochen lange. Ein Wechsel ist nur selten erforderlich. Prothesen können gewechselt werden, auch mit gutem Erfolg, und auch wenn bereits hochgradiger Knochenverlust eingetreten ist, ist in den meisten Fällen ein Wechsel der Prothese möglich. Das rechtzeitige Erkennen ist dabei umso wichtiger. Versuchen Sie aktiv zu bleiben, ernähren Sie sich gesund und wenn der Verdacht einer Infektion bestehen sollte an Ihrem Gelenk, denken Sie daran, dass Sie zusammen mit Ihrem Arzt zunächst versuchen festzustellen, welche Bakterien Ihr Unwesen treiben, bevor Sie mit einer Antibiotikatherapie anfangen. Vielen Dank.